Im Mittelalter gab es eine unüberbrückbare Kluft zwischen Volk und Adel. Der Makel einer niederen Geburt war ein Hemmschuh für das ganze Leben. In eine solche Umwelt hinein wurde Pietro Donati als Sohn eines Schmiedes in Ancona in Mittelitalien geboren. Am gleichen Tag, zur gleichen Stunde, in der gleichen kleinen Stadt kam auch Friedrich II. Zur Welt, der ganz Europa beherrschen sollte. Sein und Pietros Leben waren dazu bestimmt, auf eine seltsame Weise ineinander zu greifen. Hoffentlich wird sein Junge, damit die Thronfolge gesichert ist. Ja, wohl heißen wir das? Sicher ist sein Pfand. Ja, es ist soweit. Habt nur Mut, Majestät. Es wird bald vorüber sein. Zurücktreten, zurücktreten, bitte nicht so drängen. Da kommen ja die Herold. Was denn los, Isaac? Was tun die vielen Leute hier? Wenn eine Kaiserin ein Kind zur Welt bringt, will das Volk auch die Sicherheit haben, dass es ihr eigenes ist. Außerdem will es die Gewissheit haben, dass keine Kindesunterschiebung stattfindet. Zum Beispiel von der Frau eines Schmieds, das wäre doch möglich, Maria. Niemand gibt sein eigen Fleisch und Blut weg, nicht einmal ein armer Kerl wie ich. Und warum bist du so arm, mein Freund? Weil es dir plötzlich gefällt, schmiedeeiserne Leuchter für mich anzufertigen. Anstatt Schwerter und Waffen wie früher, die in der Welt immer ihren Absatz finden werden. Ich arbeite lieber für dich, als dass ich Fürstenreich mache. Ihre Majestät wurde ein Sohn geboren. Ein Prinz! Ihre Majestät wurde ein Sohn geboren! Ja, ein Prinz! Ein Prinz. Wie schön. Maria, was ist? Was fehlt eurer Frau? Meine Frau ist in gesegneten Umständen. Vielleicht kann eine Hebamme der Kaiserin ihr helfen. Wartet, ich werde Ihre Majestät fragen. Gina wird euch helfen. Ihre Majestät ist ja zu gütig. Kommt mit mir. Ihr Männer seid in solchen Augenblicken völlig überflüssig. Heinz gewünscht haben. Wir wollen ihn Pietro nennen nach meinem Vater. Pietro. Maria, das ist der kleine Pietro. Sieh ihn dir doch mal an. Maria. Maria. Sie hat Fieber. Ja. Fieber. Fieber. Kann dir denn niemand helfen? Ich wüsste schon jemanden, der sich auf die Heilkunst versteht. Aber er wohnt in Rezzi. In Rezzi? Wir holen ihn sofort. Es wäre besser, wenn ich allein gehen würde. Ich fürchte mich nicht, nach Rezzi zu gehen. Pass gut auf Maria auf, bis wir wiederkommen. Zeig mir den nächsten Weg nach Rezzi. Sohn. Du willst mir schmeicheln, wenn ich recht verstehe. Aber ich bevorzuge den Titel, der mir vom Kaiser verliehen worden ist. Verzeiht mir, Graf Sinescola, aber wir sind in großer Eile. Ja, ich erinnere mich, du warst immer in großer Eile. Du bist doch der Lehensmann Donati, der aus meinem Dienst geflohen ist. Ich hätte deine Dienste im Krieg gegen die Rollianos dringend gebraucht. Aber du bist leider weggelaufen. Das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr und 14 Tagen. Mein Dienstjahr bei euch ist vorüber. Ich bin ein freier Mann und keines Menschen Vasall. Das ist das Gesetz. Vielleicht stimmt das nach deiner Berechnung, aber nicht nach der meinen. Es ist noch kein Jahr her. Graf Sinescola, ich kann bezeugen, dass dieser Mann ein Jahr lang für mich gearbeitet hat. Wollt ihr damit andeuten, dass ich nicht die Wahrheit sage? Ergreift ihn! Es war mir nicht möglich, Maria zu retten. Aber was ist mit Donati geschehen? Ist er auch gestorben? Nein. Aber er wird nicht mehr zurückkehren. Und was wird mit dem Kind? Gebt mir Pietro. Ich werde ihn aufziehen. Während Friedrich II. In Rom zum Manne heranwuchs, nahm er die Zügel des Heiligen Römischen Reiches in seine Hände. Und Abgesandte aus aller Welt huldigten ihm. Im Sizilien des 13. Jahrhunderts begegneten sich die Kulturen Europas und des sarazenischen Ostens während eines unruhigen Waffenstillstandes. Dort hatte Isaac mit seinem Patenkind Pietro Zuflucht gefunden. Musik.
Ich wette 10 Dinare, dass Aftal in Pietro einen ebenbürtigen Gegner findet. 20. Abgemacht? Abgemacht. Weißt du, Pietro, selbst wenn du kein Schwert hast, werde ich mit dir nicht fertig. Ach, mein guter Aftal, wenn ein Bürger dich so schnell besiegt, haben die Ritter ein leichtes Spiel mit dir. Ich bin froh, dass du nie ein Ritter sein wirst. Du bist stark, mutig und flink. Wie ein Sarazenendegen schnellst du zurück. Die Sarazenen könnten dich gut gebrauchen. Schließ dich uns an. Kämpfe für uns und Allah. Isaac hat mich im christlichen Glauben meines Vaters erzogen. Isaac hat sich vielleicht geirrt? Das glaube ich nicht. Warum hat dich dein Vater nicht erzogen? Ist er denn tot? Nein, er lebt noch als Sklave bei Graf Sinescola. Warum meinst du wohl, dass ich mich mit Schwert und Lanze übte, seit ich sie in meinem Arm halten konnte? Nicht, weil ich hoffte, dass sie mir Vorteile verschaffen könnten, sondern weil ich auf den Tag warte. Pietro! Herr Isaac, unser Warten hat ein Ende gefunden. Ich habe gerade mit einem Kapitän gesprochen, der Nachrichten aus Rezzi bringt. Rezzi? Ja. Die Leibeigenen Graf Sinescolas revoltieren. Sie haben die Stadt besetzt. Der Kampf wütet gegen die adeligen Unterdrücker in den Provinzen. Und mein Vater, ist er auch dabei? Er ist der Anführer der Revolte. Das ist gut. Du hast von einem Schiff gesprochen. Segelt es nach dem Festland? Ja, mit der Flut. Endlich kommt der Tag, auf den ich so lange warte. Er ist da. Er ist da. Ist noch im Gang. Wir können eingreifen. Handle nicht unüberlegt. Solche Revolten werden meistens niedergeschlagen. Ich habe all die Jahre gespart, um deinen Vater loskaufen zu können. Hoffentlich war es nicht vergeblich. Soll ich beiseite stehen und zusehen, wie mein Vater hingerichtet wird? Ein Kampf wird nicht immer durch Kraft entschieden. Vergiss das nicht, Pietro. Aber es gibt eine Macht auf der Welt, die alles vermag. Gold. Ich hoffe, dass ich genug davon habe. Donati hat den Tod vieler adliger Ritter auf dem Gewissen. Das müsste er mit dem Leben zahlen. Aber wenn ihr bereit seid, einen guten Preis für ihn zu geben, in Gold. Ihr sagtet doch Gold. Ja, in Gold. Und wann zahlt ihr? Das Schiff mit dem Gold ist unterwegs. Es wird bald hier sein. Dann ist es noch fraglich, ob wir es bekommen. Was meinst du, Vater? Sollen wir den Kampf abbrechen? Nein, die Belagerung wird fortgesetzt. Aber könnten Donati Gelegenheit geben zu entkommen. Doch wer wird ihm die Nachricht überbringen? Pietro wird es auf sich nehmen. Unseren tapfersten Rittern glückte es nicht, die Mauern zu durchbrechen und zu Donati zu gelangen. Warum sollte es ihnen gelingen? Weil Pietro sein Sohn ist. Ach, so ist das. Er trägt sein Schwert wie einer, der gewohnt ist, es von Geburt auf zu tragen. Er hat eine gute Haltung, sehr aufrecht. Wie einer von uns. Ich finde es erstaunlich, dass er von geringer Geburt ist. Ich kann das Schwert auch gut handhaben. Ich stehe euch zur Verfügung, Signor, wenn es euch beliebt. Gern. Pietro.
Isaac, du warst immer gegen das Schwert. In diesem Fall hast du vielleicht recht. Ich verspreche dir, es nicht mehr zu gebrauchen, bis ich meinen Vater wieder habe. Ich komme als Freund. Ich bin Donatis Sohn. Donatis Sohn? Donati hat keinen Sohn. Wirf ein Seil hinunter. Du weißt, was mit dir geschieht, wenn du gelogen hast. Bringt mich zu ihm. Geh nur zu ihm, wirf dich ihm um den Hals. Bringt eure Bottiche dorthin. Ja, so ist richtig. Und jetzt ausgießen. Zielt gut, jeder Pfeil muss sitzen. Setzt sie wie eine lebendige Fackel im Brand. Na Freund, ich warte noch immer darauf, dass unser Donati seinen Sohn begrüßt. Was steht da für ein junger Ritter bei dir? Ich bin zu keinen Verhandlungen bereit. Bring ihn zurück zu seinesgleichen. Er behauptet, er wäre dein Sohn. Wartet! Geh. Es ist wahr, ich hatte einen Sohn. Sein Name war, schnell sein Name. Pietro, ich wurde zur selben Stunde wie Kaiser Friedrich in Ancona geboren. Wenn das stimmen würde. Wieso bist du hier? Ich bringe Nachricht von Isaac. Was für Nachricht? Isaac will dich loskaufen von Graf Siniscola. Er gibt dir die Gelegenheit zu fliehen. Isaac hat ihn bestochen. Und was soll aus den anderen werden? Isaac hat sein ganzes Vermögen für dich geopfert, Vater. Ich habe dich noch mal gesehen und dafür bin ich Isaac dankbar. Geh jetzt. Ich gehöre zu euch. Wo soll ich kämpfen? Pietro, es ist ein verlorenes Spiel. Das wissen wir doch, wir kämpfen weiter. Und weißt du warum? Damit die Grafen Siniscola büßen für all das, was sie uns angetan haben. Du wenigstens. Du musst am Leben bleiben, mein Sohn. Um uns zu rächen. Ich habe dich wiedergefunden, Vater, und ich will für dich kämpfen. Lass mich hier. Und Isaac, was soll denn aus ihm werden? Wirst du ihn vielleicht im Stich lassen nach all dem, was er für dich getan hat? Sag mir, wo ich kämpfen soll. Bring ihn raus aus der Festung. Siniscolas sind schnell dabei, ein Exempel für jedermann zu statuieren. Genauso sollte man auch mit ihnen verfahren. Das wird auch eines Tages geschehen, mein Kind, wenn ich genügend streitbare Männer habe. Wir wollen weiter. Du hast schon genug gesehen. Sogar zu viel. Verzeiht mir meine Kühnheit. Habe ich die Erlaubnis, mit euch zu sprechen? Braucht ihr sie? Ihr seht wie ein Edelmann aus. Das ist ein Irrtum. Aber ich bin wohlerzogen und kühn genug, euch meine Dienste anzubieten. Was für Dienste? Ich beherrsche 4 Sprachen in Wort und Schrift, auch Sarazenisch. Ich bin gut im Rechnen und bin gewandt in den höfischen Sitten. Da seid ihr gebildeter als viele Adlige. Bitte sprecht weiter. Ich würde euer Gnaden auch noch dienstbar sein können als Archivar und im Kampf gegen die Siniscolas. Wie kommt es, dass ihr eure Dienste anbieten müsst, bei eurem vielseitigen Können? Mein Vater lebt nicht mehr. Und ihr habt niemanden, der euch empfehlen kann? Niemand. Das habe ich befürchtet. Es tut mir leid. Es geht nicht. Wir müssen weiter. Ich empfehle ihn, Vater. Du? Was kannst du von ihm wissen? Nur, was er uns erzählt hat, Vater. Aber ich habe das Gefühl, er hat die volle Wahrheit gesprochen. Ich empfehle ihn. Ihr habt eine hervorragende Empfehlung. Wie heißt ihr? Pietro, gnädiger Herr. Ich bin euer Diener in allem, was ihr mir auftragt. Ich bin Baron Rogliano und das ist meine Tochter, die Baroness Yolante. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet, Baroness. Das werde ich euch nie vergessen. Musik.
Nein, das ist nicht der türkische Stich. Der wird so. Der wird so gemacht, siehst du? Bitte setzt euch wieder. Arbeitet ruhig weiter. Ich werde euch nicht stören. Ich verspreche euch diesmal kein Wort zu fragen. Was für eine Arbeit macht ihr, Pietro? Eine Aufstellung über die Einkünfte aus euren Gütern, Baroness. Ich glaube, ich würde niemals verstehen, was diese komischen kleinen Zahlen bedeuten. Oh, es ist ganz einfach, wenn ihr sie von vorne betrachtet. Ich habe noch niemals einen Schreiber gesehen, der sich so auf Waffen versteht. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht übt. Warum? Damit umgehen zu können, ist in den heutigen Zeiten beinahe unerlässlich. Habt ihr nichts anderes im Kopf als die Siniscolas? Nicht einen Augenblick? Nein, das heißt viel. Es gibt Zeiten, in denen es mir sehr schwer fällt, mich darauf zu konzentrieren. Zum Beispiel jetzt. Ich habe verstanden. Es ist vielleicht besser, wenn ich jetzt nicht weiter störe. Aber begreift ihr denn nicht, Jolante, wenn ihr bei mir seid, ist mein Hass gegen die Siniscolas wie ausgelöscht. Ich vermag hier nur noch an euch zu denken. Habt ihr das wirklich? Ich wäre sehr glücklich darüber, Pietro. Pietro, Pietro. Was hast du? Für diesen glücklichen Augenblick könnte man mich auffängen und dich in ein Kloster verbannen. Auf meine Empfehlung kamst du damals her, Pietro. Ja, in euren Diensten. Mein Vater erfüllt mir jeden Wunsch. Aber nicht diesen. Ich bin sicher, er hat andere Pläne mit dir. Und du wirst natürlich gehorchen müssen. Er möchte für dich einen glänzenden Namen. Einen Mann, der bei Hofe gut angeschrieben ist. Und was kann ich dir bieten? Gegen die Siniscolas zu kämpfen. Und das ist das Einzige, was uns verbinden darf. Du irrst, Pietro. Es ist nur eines wichtig, dass wir zwei uns gefunden haben. Ich gebe nichts auf diese Einstellung der Menschen, die glauben, einer mehr als der andere zu sein. Ich bin noch niemals verliebt gewesen, Pietro. Aber ich wusste, wenn es geschehen würde, Pietro, dann würde es für immer sein. Ich werde nie einen anderen Mann so lieben wie dich. Glaub es mir doch. Wir wollen zusammen fliehen. Ein neues Leben beginnen, irgendwo. Warum sagst du denn kein Wort? Bitte versteh mich nicht falsch. Ich habe deinem Vater versprochen, dass ich ihm helfen werde in seinem Kampf gegen die Siniscolas. Wieso kommen die Siniscolas her? Sie kommen, weil sie mit Vater etwas zu besprechen haben. Was denn? Ich glaube, es ist wegen einer Allianz. Eine Allianz? Ich nehme an, politisch oder militärisch, mehr weiß ich auch nicht. Aber ich dachte, dass... Das habe ich auch gedacht früher. Ich dachte, die Feinde meines Vaters müssten immer seine Feinde bleiben. Ich weiß jetzt, wie wenig ich die Welt kenne. Und diese Frau, wer ist sie? Elaine von Siniscola, hast du noch nicht von ihr gehört? Sie ist eine Cousine des Grafen und eine der bekanntesten Persönlichkeiten im ganzen Land. Baroness Jolante. Euer Vater fragt nach euch. Ich komme sofort. Pietro, liebst du mich wirklich? Ich liebe dich, Jolante. Geh, sonst kommt dein Vater, um dich zu holen. Und eines noch, vergiss nicht, ich werde in Gedanken bei dir sein. Du bist es, Vater. Ich weiß, wie anstrengend der Tag für dich war, aber du hast unsere Gäste glänzend unterhalten. Sie sind von dir begeistert. Ich habe eine Neuigkeit für dich, Kind. Die beste Neuigkeit, die ein Vater seiner Tochter bringen kann. Errätst du, was es ist? Nein, Vater. Wirklich nicht?
Du möchtest doch heiraten, nicht wahr? Aber doch nur jemanden, den ich liebe. Und dieser jemand müsste einflussreich und mächtig sein und von adliger Geburt. Wenn ich ihn liebe, Vater, könnte er auch arm sein. Gäbe es einen solchen Menschen, Jolante, müsste ich ihn dafür bestrafen, dass er überhaupt gewagt hat, mit dir zu sprechen. Gibt es einen solchen Menschen? Nein, Vater. Das wäre auch unwichtig. Ich habe meinen Entschluss gefasst, mein liebes Kind. Du wirst einen Grafen heiraten. Einen Grafen? Ich habe beschlossen, dass du Enzio heiratest. Du weißt nicht, wie glücklich du sein kannst, Kind. Allerdings die Mitgift, die man von mir verlangt, wird mich beinahe ruinieren, aber das ist gleichgültig. Einmal wird deinem Sohn sowieso alles gehören und der gesamte Siniscola-Besitz ebenso. Mein Enkel wird ein Graf Siniscola sein. Nun schlaf jetzt und träum von deinem Glück. Ich bin geradezu fasziniert. Das Schloss Rogliano ist eine wertvolle Bereicherung der Siniscola-Ländereien. Eure bevorstehende Vermählung macht euch wohl ebenso glücklich wie mich. Oder habe ich mich getäuscht? Über die Zukunft habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Und ich dachte, dass es euch freuen würde, Enzio als Mann zu bekommen. Aber ich kenne ihn ja kaum. Eine armselige Entschuldigung für ein so trauriges Gesicht, Jolante. Er ist außerordentlich beliebt bei den Frauen. Die Empfehlung anderer Frauen macht auf mich keinen Eindruck. Ihr habt die Stallung noch nicht besichtigt. Ihr versteht es sehr geschickt, das Thema zu wechseln. Liebt ihr etwa einen anderen Mann? Ich bin nicht so in der Welt herumgereist wie ihr. Wie hätte ich einen anderen Mann kennenlernen sollen? Vielleicht befindet er sich sogar hier auf Schloss Rogliano. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn hier finde. In den Stallungen jedenfalls nicht. So? Natürlich. Ich glaube, auch im Schloss wäre das viel eher möglich. Eure Stelle kann ich mir ein anderes Mal ansehen. Ich möchte lieber, dass ihr mir das Schloss zeigt. Bitte führt mich durch alle Räume. Und was ist hier drin? Das Schlossarchiv von einem jungen Schreiber geführt. Pietro, wir stören gewiss. Kommt, Elaine, hier gibt es nichts Interessantes zu sehen. Doch, ein Mann, das ist immer interessant. Wir haben sehr lange gebraucht, um ihn zu finden. Die Schlossarchive werden meistenteils von einem vertrockneten alten Mann mit einem weißen Bart und einer Glatze verwaltet. Ihr seid sehr jung. Ein Übelgräfin, das jeden Tag weniger wird. Und witzig ist er auch noch. Ihr müsst mir unbedingt erzählen, was für Schmeicheleien er euch ins Ohr geflüstert hat. Ich würde es nicht wagen, vertraulich mit der Braut Graf Siscolas zu sprechen. Es ist sehr schwierig für ihn, mit mir zu sprechen. Aber doch nicht unmöglich. Jetzt weiß ich, wer ihr seid. Der jüngste Sohn einer der führenden Familien, der für die Wissenschaft erzogen wurde. Aber ihr habt eure Meinung geändert. Habe ich recht? Nein, Gräfin. Mein Vater war nur ein einfacher Schmied. Ihr hattet recht. Es war nur Zeitvergeudung. Warum habt ihr mir nicht gleich gesagt, wer er ist? Denn immerhin werden wir durch eure Hochzeit miteinander verwandt. Ich habe dich überall gesucht. Am Verlobungstage muss sich das glückliche Brautpaar um die Gäste kümmern. Ich wollte nur etwas frische Luft schöpfen, Enzio. Fällt es dir so schwer, mich zu heiraten? Habe ich dich gekränkt? Nein, Enzio. Gefalle ich dir nicht? Darum handelt es sich. Liebst du vielleicht einen anderen? Ja, Enzio, ich liebe einen anderen. Ich dulde nicht, dass jemand zwischen uns steht. Ich werde mich zu wehren wissen. Ich will, dass du mir allein gehörst. Ist das ein so unbilliges Verlangen? Warum zitterst du? Es wird so kalt, Enzio. Ich finde es zwar nicht, aber wenn du frierst, hole ich dir deinen Schal. Du wolltest ja noch im Freien bleiben. Ich bin gleich zurück. Willst du mit mir fliehen, Jolante? Ja. Sofort. Gegen den Willen deines Vaters? Ja. Die Liebe zu dir hat meinen Hass gegen die Siniscolas verdrängt. Wir reiten nach Venedig, weil wir dort sicher sind. Hast du Furcht? Pietro, ich bin zu allem bereit.
Dein Pferd kann nicht weiter. Aber mein Pferd ist stark genug für uns beide, wenn es sich ausgeruht hat. Du wirst weder die Frau eines Grafen noch eines Barons sein, nicht einmal die eines Ritters. Aber ich werde deine Frau und ich bin glücklich darüber. Du wirst vieles entbehren müssen. Das macht mir nichts, Pietro. Wir werden schon nicht verhungern. Wie ist das, wenn man verhungert? Ich weiß es nicht und habe auch nicht die Absicht, es kennenzulernen. Man behauptet, dass es in Venedig leicht wäre, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, auch wenn man nicht von Adel ist. Dann wird alles gut. Wir werden ein glückliches Leben führen. Verlass dich nur auf mich. Glaubst du mir? Wenn du mir jeden Tag sagst, dass du mich liebst. Jeden Tag, wenn du willst. Ich liebe dich. Da sind sie! Das ist ja Donatis Sohn. Und wegen eines Leibeigenen hat mich meine Braut verlassen. So. Es war mein eigener freier Wille. Ihr habt kein Recht, ihn zu bestrafen. Ich habe dich gewarnt, meine liebe Jolante. Ich lasse es nicht zu, dass ein anderer Mann zwischen uns tritt. Das hast du wohl vergessen. Ich verspreche dir, dass du nach unserer Hochzeit darüber selbst entscheiden kannst, was mit ihm geschieht. Bringt ihn auf Schloss Siniscola. Ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Wie geht es dem Gefangenen? Ausgezeichnet, Graf Enzio. Ist er noch so gut im Stand? Das will ich meinen. Allein würde ich mit ihm nicht fertig. Du brauchst nicht aufzuschließen. Ich werde nur mal hineinsehen. Kommt niemand ihn besuchen? Nein, Graf Enzio. Wirklich niemand? Bestimmt nicht. Er muss ja einsam sein. Bekommt er nicht doch hin und wieder Besuch von meiner Frau? Gräfin Jolante? Ja, Gräfin Jolante. Ja, manchmal kommt sie her, ab und zu, aber ich lasse sie nie in die Nähe der Zelle. Also du weißt sie ab? Ja. Aber sie versucht es doch. Ja, das tut sie schon, wenn ich nicht hinsehe. Jeden Tag? Noch vor Sonnenaufgang. Wenn sie morgen kommt, wirst du schlafen. Wie? Ich soll schlafen? Aber Herr Graf, sie könnte doch meine Schlüssel nehmen. Ja, gewiss. Das soll sie auch. Aber sie würde sein Gefängnis öffnen und er könnte fliehen. Das soll er auch. Und was soll ich tun, wenn das wirklich geschieht? Dich auf die andere Seite drehen und ruhig weiterschlafen. Ich bedauere, meine Herren, aber die Jagd war nicht das, was ich erwartet habe. Ich bin untröstlich. Besonders da Majestät uns die große Ehre eures Besuches erweisen. Majestät, für morgen könnte mein Sohn ein besonderes Wild versprechen. Ein Hirsch, Graf Enzio? Ein Wild, das klüger ist als jeder Hirsch. Ein Wild neben also? Sogar schneller als der Keiler, Majestät. Was für ein Wild ist das, Graf? Es wird nicht oft gejagt. Es ist eine Überraschung, Majestät, für die morgige Jagd. Aha. Nicht einmal ein Kaiser kann einer solchen Versuchung widerstehen.
Hinter dem Schloss fängt gleich der Wald an. Komm. Nein, nein, du musst allein gehen. Ich bin nicht so flink wie du. Sie würden uns wiederfangen. Mach schnell. Ja. Guten Morgen, meine Liebste. Ich versprach dir, du dürftest selbst das Geschick des Gefangenen bestimmen. Du hast es wohl schon getan. Wo ist er? Bereits im Wald, in Sicherheit. Oh, dann werden wir ihn jagen müssen. Das wird aber eine Jagd. Seine Majestät wird Augen machen. Das wird eine Jagd sein nach seinem Herzen, mit unseren schnellsten Hunden und einem Menschen als Beute. Wenn das dein Wunsch war, meine liebe Jolante, dann soll er dir erfüllt werden. Was? Ich hätte nicht erwartet, dass du mir eine so große Freude machen würdest. Hört ihr? Die Hunde sind immer auf der vierten, Majestät. Ich glaube auch. Schwer. Jetzt werden wir sehen, wer das geheimnisvolle Tier zur Strecke bringt. Ich oder die Siniskolas. Wartet hier. Jawohl, Majestät. Die Jagd auf diesen unbequemen Pietro muss hier in der Nähe sein, wenn ich nicht irre. Wollen wir uns beteiligen? Bei einem Männerfang brauche ich nicht die Hilfe anderer Männer. Aber lass dich nicht abhalten. Wir treffen uns nachher im Schloss.
nicht. Da irrt ihr euch aber. Wenn ihr auch nur einen Laut von euch gebt, werfe ich ihn. Die Meute hat ihn bereits angegriffen. Wir haben eine Jacke gefunden. Er muss zum Fluss geflüchtet sein. Hast du ihn gesehen? Nein! Dann muss er weiter unten sein. Für eine Sinneskola wart ihr sehr einsichtsvoll, Gräfin. Ich danke euch. Dankt eurem Dolch, nicht mir. Ich danke dir, Dolch. Ich weiß, dass ihr für eure Mitmenschen nicht viel übrig habt. Eure Mitmenschen? Eines simplen Schmiedessohn wie ihr? Mir schaudert es allein, in eurer Nähe zu stehen. Das finde ich sehr reizvoll. Zu denken, dass ihr meine Cousine wahrscheinlich geküsst habt. Vielleicht hat es ihr gefallen. Wie hat sie ihre Lippen denn je wieder sauber bekommen? Sie ging zu einer Quelle und nahm einen Bimstein. Damit rieb sie ihre Lippen, bis sie spiegelblank waren. Wiedersehen, Gräfin. Magst mir zu drohen? Wer bist du? Ein Mensch wie Eure Majestät, wenn auch kein Jäger. Ich bin das Wild. Was sagst du da? Ich jage einen Menschen? Hat Eure Majestät denn nicht gewusst, was für ein Wild gejagt wurde? Nein. Graf Siniscola sprach allerdings von einer Überraschung. Vorsicht, Majestät! Werf bitte Speer zu, damit ich es erledigen kann. Ein guter Wurf, Vasall. Einen Augenblick später und es war aus. Ich bin kein Vasall, Majestät. Ich bin ein freier Mann. Eine stolze Sprache. Du hast den Speer so zielsicher geworfen wie ein Ritter. Dein Name? Pietro, Sohn des Donati. Ich habe den Namen nie gehört. Aber dennoch sind wir durch einen merkwürdigen Zufall miteinander verbunden. Wie wäre das möglich? Dadurch, dass Eure Majestät und ich am selben Tage in Ancona geboren wurden. Du bist in Ancona geboren? Am selben Tage wie ich? Zur selben Stunde, Eure Majestät. In vieler Hinsicht ist unser Leben ähnlich verlaufen, Pietro. Du wurdest von deinen Feinden gefangen gehalten und ich auch. Du hast in Sizilien gelebt und ich auch. Du wurdest von den Sarazenen erzogen, genau wie ich. Dass wir uns bisher nicht begegnet sind, war nur ein Zufall. Wir beide wurden dann von demselben Wildschwein bedroht und gerettet durch denselben Speer. Dein Wurf hat uns das Leben gerettet, während meiner fast unser beider Unglück gewesen wäre. Geboren in derselben Stunde. Vielleicht sterben wir auch in derselben Stunde. Da unser Leben auf seltsame Weise verknüpft ist, musst du sehr vorsichtig sein, Pietro. Ich möchte dir einen erfahrenen Heilkundigen zur Seite geben. Soldaten wären besser, Majestät. Denn meine Feinde haben mir mehr zugesetzt als je ein Schnupfen. Ein weiteres Band zwischen uns. Doch ihr habt euer Schicksal gemeistert. Ich bin ihm ausgeliefert. Das ist der Unterschied. Was kann der Grund sein? Ihr seid ein mächtiger Kaiser. Ich besaß nur diese beiden Freunde. Und nun habt ihr in mir einen dritten. Wenn die Macht dir gegeben würde, gegen wen würdest du sie gebrauchen? Gegen die Siniscolas. Ich würde mit ihnen abrechnen, in derselben Weise, wie sie es mit meinem Vater gemacht haben. Persönliche Fäden zwischen meinen Untertanen würde ich nie zulassen. Das war eben Italiens Unglück bisher. Damit räume ich auf. Ich kann keine Ausnahmen machen. Hast du nie von etwas anderem als von Rache geträumt? Ich bin ein einfacher Mann. Das Einzige, was ich besaß, das waren meine Träume. Ich könnte dich zum Ritter schlagen, Pietro. Ich danke euch, Majestät. Ritterschaft ist eine ehrenvolle Würde, die nicht an jeden vergeben wird. Ja. Ich werde dir Gelegenheit geben, sie zu erringen. Wie denn? In 2 Monaten breche ich auf zu einem Kreuzzug ins Heilige Land. Ich werde dich mitnehmen. Du wirst an meiner Seite kämpfen.
Ich werde mich eurer würdig erweisen, Majestät. Vergesst euren Hass gegen die Siniskolas. Nein, Majestät, das kann ich nicht versprechen. Dürfte ich um eine weitere Gnade bitten? Ich möchte heiraten. Das kann ich sehr gut verstehen, Pietro. Tu es doch. Ich würde mich freuen, wenn unsere Kinder zusammen aufwachsen würden. Bist du verliebt? Die ich liebe, ist verheiratet. Damit habe ich längst abgeschlossen. Das kann sich morgen ändern. Es gibt sehr viele reizvolle Mädchen. Groß, blond und blauäugig, nach außen hin kühl und doch sehr temperamentvoll. Soll ich dir helfen, so eine auszusuchen? Eure Majestät ist zu gütig. Aber ich habe schon eine Dame im Sinn. Eure Beschreibung passt wunderbar auf sie. Ich möchte noch einige Worte hinzufügen. Aha. Und der Name? Elaine von Siniscola. Von Siniscola? Hm. Die Tochter deines Feindes? Nein, sie ist eine Cousine dieser Siniscolas. Du rächst dich auf diese Weise sehr geschickt. Verteufelt schlau, genau wie ich. Große Politik ist das. Es ist wohl angebracht, dass ich dich bei dieser Brautwerbung unterstütze, sonst fällt sie noch gefährlicher aus als ein Kreuzzug. Eures erneuten Besuches, Majestät, werden wir niemals vergessen. Euer gastliches Haus ist mir in bester Erinnerung. Ob ich wohl auch diesmal in euren Wäldern ein so edles Wild vorfinden werde? Es war ein bescheidener Versuch, eurer Majestät eine Überraschung zu bereiten. Bei meinem jetzigen Besuch denke ich, die Überraschung zurückgeben zu können. Ich möchte euch mit einem Manne bekannt machen, der mein volles Vertrauen und meine ganze Wertschätzung besitzt. Nach unserer Rückkehr von den Kreuzzügen ins Heilige Land wird er eine Baronie oder sogar eine Grafschaft erhalten. Vielleicht so groß wie die der Siniscolas. Es wird uns eine Ehre sein, diesen Mann kennenzulernen. Eine hohe Ehre, Majestät. Mein lieber Freund, lass dich bekannt machen. Lasst uns eine Entscheidung treffen, noch ehe der Graf Löcher in den Teppich gelaufen hat. Was machen wir mit diesem Pietro? Die Frage müsste heißen, was macht er mit uns? Ich wünschte, er würde eines können. Unsere Heirat vielleicht annullieren. Selbst mit einem Kaiser als Freund wäre das unmöglich. Erfreulicherweise. Er ist nicht ohne Grund hier. Das beunruhigt mich. Wir sind auch ergebene Untertanen seiner Majestät. Und mächtig dazu. Aber nicht mächtig genug, um ihn zu brüskieren. Meine Frage wurde noch nicht beantwortet. Was machen wir mit diesem Pietro? Ich werde wohl die Entscheidung treffen müssen. Wir werden höflich sein zu Pietro, sogar von einer gewissen Herzlichkeit. Ich im Besonderen. Ich werde herausfinden, was er vorhat. Was mich anbelangt, ich habe nicht die geringste Angst vor ihm. Mein lieber Pietro, ihr hattet vorhin etwas gefragt. Das ist völlig unwichtig, Gräfin. Wollt ihr nicht tanzen? Können wir nicht beides tun? Stellt zuerst eure Frage. Also gut, das wird kaum Zeit beanspruchen. Und die Antwort bedarf nur eines Wortes. Spannt mich doch nicht noch länger auf die Folter. Gräfin, wollt ihr meine Frau werden? Ob ich? Ich warte auf eure Antwort, Gräfin. Ich werde nicht antworten. Diese Frage bedarf keiner Antwort. Doch, mit einem einzigen Wort. Ein Wort? Gut, wie ihr wollt. Nein. Oh, Gräfin Elaine und mein Freund Pietro. Majestät? Ich habe mich gewundert, euch nicht mehr beim Tanz zu sehen. Allerdings, wenn ich gewusst hätte, dass... Gewusst? Ich verstehe euch nicht. Ihr errötet und das ist mehr als verdächtig. Ich weiß euer Geheimnis. Es hat keinen Zweck, es zu leugnen, Gräfin. Majestät, ich verstehe euch wirklich nicht. Ah? Warum wollt ihr es denn nicht wahrhaben, dass ihr für meinen Freund Pietro eine zarte Zuneigung hegt und er für euch? Zuneigung? Ach so, es ist also schon weitergediehen. Man kann schon von einer Verlobung sprechen. Eine Verlobung, aber Majestät... Nein, leugnet es nicht. Eure leuchtenden Augen verraten euch. Gräfin, an dem großen Glück, das ihr durch euer Jawort meinem Freunde bereitet, nehme ich persönlichen Anteil. Siehst du, Pietro? Ich hatte recht. Ich wusste genau, dass ein kaiserlicher Befehl nicht notwendig sein würde. Ein kaiserlicher Befehl? Ja. Sobald ich entdeckte, dass er an euch sein Herz verloren hatte, nahm ich mir selbstverständlich vor, euch mit meinen Wünschen vertraut zu machen. Wollt ihr damit sagen, dass ihr mir
befehlt diesen Freund von euch zu heiraten, Majestät? Ich hätte es befohlen, aber vernünftigerweise habt ihr mir das erspart, Gräfin. Meine Freunde, ihr kommt zur rechten Zeit. Dies ist ein besonders glücklicher Augenblick für mich. Wirklich, Majestät? Und ist es uns erlaubt, eure Freude zu teilen? Oh ja, ihr werdet sie mit mir teilen. Eure schöne Cousine Helene hat gerade die Einwilligung zur Heirat gegeben. Zur Heirat? Ja. Meine Frau zu werden. Ja, Graf Sinascola. Ich war gerade im Begriff, der Gräfin meinen Wunsch zu übermitteln. Aber es stellte sich als unnötig heraus. Wie ihr schon sagtet, Majestät, es ist ein überaus glücklicher Augenblick. Mein Glückwunsch. Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Was tut ihr denn hier? Ich warte. Und für einen Ehemann warte ich mehr als geduldig. Ich möchte euch raten, eure Geduld woanders auszuüben. Gut, wenn ihr nicht geht, dann werde ich es tun. Hast du Angst vor mir? Wie, ich Angst vor euch? Wie dumm von euch. Das ist schon besser. Deine Haut ist schön. Sie friert in eurer Gegenwart. Dann wirst du noch oft Gänsehaut bekommen in unserem gemeinsamen Leben. Deine Haare gefallen mir auch. Man hat mir schon oft dieses Kompliment gemacht. Und deine Lippen, ob sie immer noch so süß schmecken? Selbst seine Majestät kann es mir nicht befehlen, mich küssen zu lassen. Vielleicht befindet er sich in der Nähe, zu eurem Schutze, damit ihr ihn zur Hilfe rufen könnt. Meine liebe Helene, ich werde seine Hilfe nicht mehr brauchen. Jetzt nicht mehr. Gute Nacht. Debitoribus nostris et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dass du so traurig bist, Helene. Dein lieber Gemahl muss dich jetzt leider verlassen, um an dem Kreuzzug teilzunehmen. Wie gut, dass ich es vorher wusste. Der Abschied wäre sonst für mich noch schwerer gewesen. Oh, günstig. Es ist sogar möglich, dass du von deinem Eheleben nur noch an die Flitterwochen zu denken brauchst. Ich habe wohl keine Liebesbotschaften zu erwarten. Kreuzfahrer haben oft die Möglichkeit, Botschaften nach Hause zu schicken und ihre Frauen beten, dass sie gesund zurückkehren. Und ich bin sicher, dass du auch den Himmel anflehen wirst, lass Pietro nicht zurückkommen. Und ihr werdet wohl noch verlangen, dass ich keinen Mann ansehe in der Zwischenzeit. Du wirst schon gemerkt haben, dass ich von niemandem etwas Unmögliches verlange. Er ist fort, aber er wird mich vermissen. Das weiß ich genau. Und wie ist es mit dir? Wer weiß, Alexandro. Ich wüsste nicht, dass mein Vetter eifersüchtig ist. Die Sache ist mir zu ernst, um zu spotten. Hätten wir von der Kirche den Ehedispens, wären wir längst verheiratet. Aber Pietro ist dir zuvorgekommen, mein lieber Vetter. Alessandro! Er wird Monate fort sein. Weg. Ein Kurier seiner Majestät ist eben angekommen. Mit der Botschaft, dass wir an dem Kreuzzug teilzunehmen haben. So plötzlich? Das ist Pietros Schachzug, zweifellos. Und was ist unsere Antwort? Wir werden den Wunsch seiner Majestät respektieren.
Ob ich wiederkomme, ist ungewiss. Aber eines kann ich dir versichern. Pietro kommt nicht zu dir zurück. Ich freue mich, dass du eifersüchtig bist. Ich musste die Siniscolas auffordern. Sie verfügen über eine große Streitmacht. Wer kehrt wohl von uns zurück? Hör zu, Pietro. Ich werde sowohl die Siniscolas wie dich genau im Auge behalten. Ihr werdet eure Kampfeslust nur auf die Sarazenen beschränken. Nein, aber diese Heiden können gut kämpfen. Sie sind in der Überzahl. Wir können nichts gegen sie ausrichten. Pietro, du sollst wenigstens als Ritter sterben. Knie nieder. Ich schlage dich somit zum Ritter. Und ernenne dich zum Baron. Erhebe dich, Pietro von Donati. Diene Gott und deinem Kaiser. Ich wüsste niemanden, der sich würdiger erwiesen hätte. Eure Majestät, der Feind kommt in Verstärkung zurück. Was sollen wir machen? Komm, mein Freund. Auf die goldenen Sporen wirst du noch warten müssen. Bist du nicht beglückt, dass er immer noch an seine erste Liebe denkt? Wenn du ihm antwortest, grüß ihn bitte von mir. Oh, das werde ich gern tun. Und wie soll der Zusatz lauten? Deine dich liebende Jolante? In ewiger Treue? Es ist mir gleichgültig, wie du schreibst. Er weiß, wie ich ihn finde. In dem Fall ist es wohl angebracht, dich nicht zu erwähnen. Er spricht vom Klima. Es ist tropisch. Der Orient ist voll sinnlicher Schönheit. Trotzdem ist er treu geblieben. Und wem von uns beiden? Das braucht er nicht erst zu erwähnen. Ich weiß, dass er mich meint. Und nicht dich. Tut es dir eigentlich sehr weh, wenn du dir vorstellen musst, Jolante, welchen Versuchungen er dort ausgesetzt ist? Die Sarazenenfrauen haben heißes Blut. Man sagt, sie sind gefährlich. Beunruhigt dich das, Jolante? Mich in keiner Weise. Wer von uns muss den Feind aufhalten? Die anderen müssen dann den Kaiser auf seiner Flucht begleiten. Ihr habt recht, einige von uns müssen sich opfern und versuchen, sich später durchzuschlagen. Ich erbiete mich, mit meinem Sohn den Befehl über die Nachhut zu übernehmen. Und ihr, Baron Donati, werdet ihr euch mit uns verbünden? In dieser Sache mit jedem. Nehmt ihr unser Anerbieten an, Fürst? Was Baron Donati anbelangt, ja, er muss sich weiter bewähren. Ihr, Graf Siniscola, und euer Sohn gehören an die Seite des Kaisers und dürfen nicht geopfert werden. Aber, Fürst, ich bestehe darauf, Graf. Obwohl ich weiß, dass ihr dem Kaiser lieber mit dem Degen dient. Und für euch, Baron Pietro, gibt es keinen schöneren Tod, als für den Kaiser in seinem Kampf um das heilige Grab zu sterben. Pietro hat jetzt ausgespielt. Er ist 500 Dinar wert auf dem Sklavenmarkt.
Warum mischt für dich in etwas ein, das dich nichts angeht? Was hat sie denn getan? Das hier. Ich bin entsetzt. Von einer solchen Wunde kann ein Mensch sterben. Ich bin nicht irgendein Mensch. Ich bin der große Harun, der sich so etwas nicht gefallen lässt. Sie hat dafür bezahlt. Lasst es genug sein damit. Erbietest du dich, den Rest der Strafe zu übernehmen? Verschont ihr sie, wenn ich es tue? Ich bin damit einverstanden. Nein! Nimm ihren Platz ein. Nein, ich flehe euch an! Ruhig sein, Zenobia. Fang an. Lasst ihn. Hör zu. Viermal hast du in den letzten Monaten versucht zu entkommen. Und diesmal bist du dafür ausgepeitscht worden. Ich werde froh sein, wenn du endlich auf dem Sklavenmarkt verkauft bist. Von meinem neuen Herrn würde ich auch weglaufen. Warum lasst ihr mich jetzt nicht frei? Weil dann meine anderen Sklaven genauso versuchen würden, wegzulaufen wie du. Versuchst du es noch einmal, wirst du getötet. 20 Schläge genügen nicht. Gebt ihm 30. Pietro! Warum setzt du immer wieder dein Leben aufs Spiel? Das nächste Mal aber kriegen sie mich nicht mehr lebendig. Würde euch das genügen, Harun? Wofür? Für die Freiheit dieses italienischen Gefangenen. Liebt er dich? Er ist sehr gut zu mir gewesen. Dann bist du in ihn verliebt. Gut, mit dem Schmuck hast du ihn freigekauft. Aber was nützt dir seine Freiheit, wenn du ihn nicht mehr siehst? Ja, aber ich will doch mit ihm gehen, Harun. Mit ihm gehen? Du verlangst viel, Zenobia. Ich könnte dich mit Leichtigkeit für 1000 Dinar verkaufen. Einen so wertvollen Besitz verschenkt man nicht. Du kannst nicht erwarten, dass ich dich dem Italiener so zum Geschenk gebe. Vielleicht gibt es doch einen anderen Weg. Zenobia, lass mich zum letzten Mal dein schönes Gesicht sehen. Wirklich, es ist wahr. Ihr lasst mich mit ihm gehen? Ich habe eine gerechte Entscheidung getroffen. Für dich, für mich und für den Mann, den du losgekauft hast. Ich erlaube dir, mit ihm zu gehen. Ihr schwört, dass Pietro freigelassen wird? Schwört ihr es, Harun, bei eurem Leben? Bei diesem Koran schwöre ich. Und dass ich mit ihm fortgehen darf? Du wirst mit ihm gehen, wenn er dich haben will. Aber du musst auch schwören, Zenobia. Es ist viel Zeit verstrichen, Majestät, seit wir aus dem Kreuzzug zurück sind. Baron Pietro ist vermutlich tot. Ich bin noch am Leben, also lebt er auch noch. Das sagt mir mein Gefühl. Keiner, der unseren Rückzug gedeckt hat, ist bisher wiedergekommen. Graf Siniscola, ich werde mich nicht von euch überzeugen lassen, dass er tot ist. Ihr wollt wohl seine Frau heiraten. Daher eure Besorgnis. Die Kirche hat endlich ihren Dispens gegeben, vorausgesetzt, dass der Kaiser sie zur Witwe erklärt. Ich werde die Erklärung nicht abgeben. Das Gesetz besagt über Verschollene, im Zweifelsfall muss die Frau 7 Jahre auf die Rückkehr ihres Gatten warten. Wir werden uns den Wünschen eurer Majestät fügen und uns ans Gesetz halten. Das habe ich nicht anders erwartet. Darüber hinaus bitte ich Baronin Helene mitzuteilen, dass ich ihr im Namen ihres Mannes einen größeren Besitz zur Verfügung stellen werde. Sie wird beglückt sein, Majestät. Und darf ich höflichst fragen, um welchen Besitz es sich handelt? Selbstverständlich. In Abwesenheit meines Freundes ernenne ich ihn zum Baron Rogliano. Rogliano? Ja. Aber Majestät, nach dem Tode des Barons ging der Besitz in unsere Hände über. Nach dem Tode des Barons ist der Besitz verwaist. Er gehört euch nicht. Er war nicht erblich, wie ich in der Urkunde festgestellt habe. Und ich vermache ihn Baron Pietro. Wenn aber Baron Pietro nicht zurückkehren sollte, dann lasse ich euch den Besitz zu treuen Händen.
Was macht ihr denn für Gesichter? Ist was Besonderes vorgefallen? Er lebt. Wer? Pietro. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Du brauchst nur nach Hause zu gehen. Er wird sicher schon da sein. Denn er weiß bestimmt, dass er zum Baron Rogliano ernannt worden ist. Er soll ein Sarathenenmädchen mitgebracht haben. Sicher eine Schönheit. Das weiß ich nicht. Sie wird einen Schleier tragen nach dem orientalischen Brauch. Es ist eine Beleidigung für dich, eine solche Frau mitzubringen. Ich bin einigermaßen überrascht. Und ich glaube, Jolante ist es auch. Bleib hier, Helene. Geh nicht zurück zu ihm. Ich bitte dich. Ich möchte wissen, was Pietro sagt, wenn er nach Hause kommt und seine Frau ist nicht da. Alexandro, ich muss dich jetzt verlassen. Du hast doch nicht die Absicht, zurückzugehen. Ich habe nicht nur die Absicht. Ich gehe. Mir kam gerade ein bettelarmer junger Mensch in den Sinn, der vor Jahren als Schreiber hierher kam, weil die Baroness Rogliano ein so mitfühlendes Herz für ihn hatte. Ja. Baron! Giuseppe! Ich freue mich so, dich zu sehen. Seid willkommen in eurem Heim. Es ist viel geschehen seit damals. Wir sind so stolz auf euch und überglücklich. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Sicher bist du von deiner langen und anstrengenden Reise sehr müde. Ja, das bin ich. Seltsam, meine schöne Frau lächelt mir zu. Darf ich das nicht, Pietro, wenn ich es gern möchte? Wenn ich dich nicht besser kennen würde, hielt ich es für herzlich und liebevoll. Sieh mich näher an. Damit er mir die Augen auskratzt. Meine Hände sind sanft, Pietro. Das sind sie. Aber Sie haben scharfe Krallen. Könnten Sie denn nicht mein wahres Gefühl zeigen? Und warum nicht? Aber ich wäre ein Narr, wenn ich das glauben würde. Ich würde viel annehmen, dass Sie so sanft geworden sind durch meinen Titel. Und durch das Vermögen, das mir zufiel. Daher auch plötzlich das bei Eheleuten übliche Du. Du hast recht. Ja. Aber du bist doch derselbe Mann geblieben. Hm. Doch du nicht dieselbe Frau. In deinem Hass warst du mir lieber. Mhm. Ja, Helene, es ist spät geworden. Und ich bin müde von der langen Reise. Gute Nacht. Das war eine offensichtliche Missachtung, Helene. Das hätte ich dir gegenüber nie gewagt. Ich bin hergekommen, um dir etwas vorzuschlagen. Und auf diese Begrüßung hin kann ich hoffen, dass du zustimmst. Es gibt nur einen Weg, frei von ihm zu werden. Das ist der einzige Ausweg. Tu's, Helene. Nein, Alexandro. Liebst du ihn etwa? Ich könnte glücklich mit ihm werden. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Wir zwei werden niemals heiraten. Hör auf, Helene. Ich habe als Frau eines Barons die Stellung, die ich mir wünsche. Er hat Vermögen, zwar nicht ganz so viel wie du, aber beinahe. Und er ist ein Freund seiner Majestät. Das sind Argumente, denen man sich nicht verschließen kann. Und nicht zuletzt ist er sehr stark und mutig und liebenswürdig. Fast so liebenswürdig wie du, lieber Vetter. Als Mann ist er dir ebenbürtig. Und was nicht unwesentlich ist, er ist bedeutend jünger als du. Helene. Ja, Alessandro.
Nur um mich zu rächen, habe ich sie geheiratet. An ihrem Tode bin ich genauso schuldig wie der Graf Senescola. Möge man mir vergeben. Doch der Graf wird mir nicht entgehen. Kein Senescola wird mir entgehen. Seine Majestät mag mich nachher zur Rechenschaft ziehen. Aber ich muss und werde mit den Senescolas abrechnen. Ihr hattet recht zu kommen. Sagt Baron Pietro, dass ich ungehalten bin. Die Belagerung von Schloss Senescola ist eine Verletzung unserer Abmachungen. Ich bin gezwungen, mit Waffengewalt vorzugehen, um den Frieden wiederherzustellen. Majestät, auch das kann schon zu spät sein. Sollte Graf Senescola oder seinem Sohn etwas zustoßen, trägt allein Baron Pietro die Verantwortung. Sagt ihm das. Ist euch freies Geleit zugesichert durch die Reihen der Belagerer? Ja, Baron Pietro hat mir das zugesagt. Dann reitet schnell zurück. Wir wollen hoffen, dass es noch nicht zu einem entscheidenden Schlag gekommen ist. Wollt ihr zu Baron Pietro? Ich habe eine Botschaft für ihn. Ihr kommt zu spät. Der Kampf hat schon begonnen. Das Schloss wird gestürmt. Wollt ihr ihn verlassen? Baron Pietro hat mich fortgeschickt. Er weiß, dass der Kaiser ihn verurteilen wird. Und er will nicht, dass ich das Schicksal mit ihm teile. Aber er muss mich anhören. Er wird niemanden anhören. Nicht einmal euch, die ihm so nahe steht? Ich weiß, was ihr glaubt und was alle anderen denken. Aber ihr irrt euch. Weder Baron Pietro noch irgendein Mann wird mich jemals lieben können. Schaut euch das an. Wer hat das getan? Ein Teufel. Mit Namen Harun. Bitter zu sehen, wie dein Schloss fällt. Nicht, Pietro! Nicht! Pietro, ich bin beim Kaiser gewesen. Du wirst es mit dem Leben büßen, wenn du die Senescolas zu... Als ich angefangen habe, führe ich zu Ende. Noch schlimmer, wenn deine Frau auf Seiten des Feindes steht. Wir haben verloren, Vater. Aber er hat noch nicht gewonnen. Dazu müsste er leben bleiben. Doch er wird nicht in den Genuss seiner Beute kommen. Pietro, du musst aufhören! Pietro, nimm dich in Acht! Der Friede des Landes ist nur gewährleistet, wenn persönliche Fehden unterbleiben. Du hast ihn zuwidergehandelt, Pietro. Ich muss dich dafür bestrafen. Ich kann keine Ausnahme machen. Pietro Donati, dein Adel und dein Besitz sind aberkannt. Dir gehört nur, was dein war, als wir es zuerst sahen. Dein Leben und nichts weiter. Ich bin immer noch reich, Majestät. Ich habe mein Leben, meine Liebe und eure Freundschaft. Du hast mir einmal gesagt, dass ein Mann in Venedig seinen Weg machen kann, auch wenn er nicht von Adel ist. Vielleicht wird es uns dieses Mal glücken.